So, und wir sind live und ich übergebe direkt mit 2 Minuten Verspätung an Alex und Nora mit ihrer Lesung und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüssi. Hallo. Guten Abend zusammen. Guten Abend und große Entschuldigung, ich habe jetzt kurz vor knapp Technik versammelt und hole mir noch schnell den Chat hier, damit ich auch alle lesen kann. Hast du die beiden Chats da? Weil ich glaube, es wird auf Twitch gestreamt, oder? Ja, ich habe den Twitch-Stream, habe ich die Comments tatsächlich auch an. Die kann ich hier über den StreamYard sehen. Okay, dann hole ich mir nur noch die Bühne her. Und hallo zusammen, wir begrüßen euch also zu unserer Lesung. Schön, dass ihr gekommen seid aus Urban Fantasy Going Intersectional und Urban Fantasy Going Queer. Wir wollen gar nicht Zeit verschwenden. Ich würde dann sagen, wir stellen uns knapp vor und dann kommen wir auch gleich zu den Anthologien. Magst du gleich anfangen, Alex? Ja, natürlich. Dann stelle ich mich noch mal vor. Habe ich ja heute schon ein paar Mal gemacht. Ich bin Alex Brumm, Pronomen sei sem. Ich bin queerer Autor. Ich bin ja bisexueller und aromantischer Autor, um genau zu sein. Und ich schreibe in erster Linie Urban Fantasy und Solarpunk. Und bin deswegen in der Anthologie Urban Fantasy Going Queer vertreten. Und das da ist Nora, die sicher selbst vorstellen kann. Ja, ganz genau. Oh, ich habe jetzt auch den Chat hier, aber den muss ich auch noch dann stumm schalten, sonst höre ich Alex doppelt. So, hallo. Ich bin Nora Bensko. Ich schreibe ganz anderes Hauptgenre als Alex. Ich komme ursprünglich aus Indie-Horror und inzwischen Hauptgenre Dark Fantasy. Ich bin auch noch als Metal-Sängerin unterwegs, als Lektorin. Ich studiere deutsche Philologie in Wien. Im Rahmen von Litcamp rede ich auch als Lektorin viel über Multikulturalität in der Fantasy, eines meiner Herzensthemen. Genau, und das wäre das Wichtigste zu mir. Pronomen sie ihr. So, fast vergessen. Ganz genau. Und wie gesagt, haben wir heute zwei ganz schöne Antos dabei. Wir passen blau dazu. Du bist auch schön mit dem Regenbogen passend. Ja, alles abgesprochen. Sehr cool. Genau. Ja, die beiden gehören jetzt eigentlich, ich meine, es sind zwei. Jetzt ist es eine Anthologie, Dilogie, ne? Vielleicht wird es nochmal eine längere Reihe. Aber ursprünglich Genau. war das hier das erste Projekt Urban Fantasy Going Intersectional, herausgegeben von Aşkın Hayat Doğan und Patricia Eckermann. Versammelt lauter Urban Fantasy, wo es um, halt wie der Titel schon sagt, Intersektionalität geht. Also es geht um Mehrfachmarginalisierungen. Es geht um komplexe Intersektionen von Privileg und Marginalisierung. Und die Idee der Anto war, wir machen Urban Fantasy, aber wir schreiben über Hauptfiguren, die halt nicht so oft vertreten sind in der Fantasy und zentrieren deren Erfahrungen und verbinden die mit coolen Fantasy-Geschichten. Und viele, nicht alle, aber sehr viele aus dieser Anto sind auch Own Voices. Das heißt, die AutorInnen teilen auch die Marginalisierungen von ihren Figuren oder haben eigene Erfahrungen mit hineingetan in ihre Texte. Und da bin ich auch selbst dabei mit einer Story. Mit Wünsch mir die Apokalypse. Dort habe ich meine eigene kulturelle Hybridität verarbeitet. Ich komme aus einer deutsch-marokkanischen Familie und habe dann aus der Sicht von einem deutsch-tunesischen halb Vampir, halb Djinn geschrieben, der auch, er benutzt nicht Pan als Label. Ich glaube, ich würde eher Bi sagen. Es kommt nicht in der Story vor, aber er ist auch ein ähnlich sexuelles Desaster wie ich. Das passt. So, ich gebe damit an Alex weiter zu Going Queer. Genau, Urban Fantasy Going Queer ist halt dann die Folgeanthologie, die auch erst vor etwas weniger als einem Monat erschienen ist. Das ist ein bisschen anders gelaufen als bei Going Intersectional, denn anstatt mit einer offenen Ausschreibung ist Going Queer dann geschlossen, eine geschlossene Ausschreibung gewesen. Das heißt halt eben, die AutorInnen wurden von den Herausgebern her ausgesucht. Und es wurde dabei spezifisch darauf geachtet, dass halt nur On-Voice-AutorInnen da sind. Das heißt, es sind unterschiedlichste queere AutorInnen in dieser Anthologie mit dabei.
Ich bin halt eben spezifisch dabei mit einer Geschichte, die über einen nicht-binären Dämonenjäger in Berlin spielt. Meine ganze Logik dahinter war halt eben, wir hatten halt eben in der letzten Antour einfach keine Geschichte mit Neopronomen. Und wir hatten keine Geschichte, also wir hatten so gut wie keine Geschichten, die Action beinhaltet haben. Also schreibe ich jetzt eine Kurzgeschichte, die Action und Neopronomen beinhaltet. Und so ist es dann zu Die Jagd gekommen. Ja, und Die Jagd ist auch schon die allererste Geschichte, die wir lesen. Nein, wir fangen mit der Wünsch mir die Apokalypse an, hatten wir doch gesagt. Was, wirklich? Ja, stimmt. Nein, oh Gott, na, super Plan. Ja, stimmt, weil wir haben gesagt, wir verlesen eine Veröffentlichungsreihenfolge. Genau. Übergang für Schiff. Wir sind nur ein bisschen chaotisch, wundert euch darüber bitte nicht. Nein, okay, dann fangen wir also mit meiner Story. Ich wünsche mir die Apokalypse, ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt. Es ist nicht alles chronologisch jetzt in der Story. Ich habe so versucht, mehrere Schnipsel rauszusuchen, um den wichtigsten Esprit wiederzugeben. Und Alex macht die Hauptstimme. Genau, denn wir haben uns entschlossen, das Ganze ein bisschen umgekehrt als normal zu machen, sondern wir lesen die Geschichten vom jeweils anderen vor. Genau. Also dann, viel Spaß. Wünsch mir die Apokalypse von Nora Bensko. Ich hatte geholfen, den Weltuntergang zu verhindern und ich fühlte mich beschissen. Seit Tagen fragte ich mich, warum ich mir die Mühe gemacht hatte. Klar, die Menschheit war gerettet. Zusammen mit meinen Verbündeten hatte ich das Monster, das den Planeten fressen wollte, besiegt. Und die normale Bevölkerung hatte dank magischer Amnesie alles längst wieder vergessen, was passiert war. Alles war gut. Für die anderen. Ich hatte nichts vom Weltfrieden. Nein, ich hockte daheim fucking einsam mit dem Gefühl, vom Leben verarscht zu sein. Wenn ich nur an Jake und sein triumphales, effektweißes Lächeln dachte, kam es mir hoch. Tja, Loverboy, sieht aus, als würde ich gewinnen. Der Vampir-Hype ist wohl vorbei und Werwölfe sind wieder im Trend. Er hatte über seine dämliche Popkulturreferenz gelacht. Ich konnte nicht fassen, dass er und Michaela jetzt zusammen sein sollten. Wir hatten uns so lange um sie geprügelt. Mir war, als würde es Teil meiner Normalität wegbrechen. Er, der Werwolf und US-amerikanischer Austauschstudent und ich, der Halbvampir mit dem dunklen Geheimnis. Unsere Rivalität war so klischeehaft, dass es Spaß gemacht hatte. Und jetzt war unser Dreieck mit Michaela Geschichte. Während Abel im Selbstliebeskummer versinkt, besucht seine Vampirfreundin Lotte ihn, um ihn zu trösten. Hör mal. Sie griff nach ihrer Handtasche, die mit Buttons übersät war, und machte einen los. Du solltest dich nicht verkriechen. Ich meine, wir haben die Welt gerettet. Wir sollten feiern. Sie nahm meine Hand und legte einen Button hinein. Er war regenbogenfarben. Morgen geht die Cologne Pride los. Es wird eine noch größere Party als sonst, weil jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert ist. Die meisten Kölner mögen nicht wissen, dass wir sie gerettet haben. Aber das ist egal. Sie haben trotzdem das Gefühl, dass die Welt besser wird. Lass uns mitfeiern. Ich musste wohl blöd gucken, denn sie lachte. Schau nicht so. Man muss nicht offen queer oder bunt wie ein V sein. Jeder darf hin. Wirkte ich so hetero, dass sie das betonen musste? Ich denke darüber nach. Prima. Sie tätschelte meine Hand. Du kannst mich immer anrufen, wenn du reden willst. Bis dann. Ich mochte die trockene Hitze des Sommers. Wenn ich in ihr trieb, versetzte es mich an meine Kindheit. Ich konnte mich kaum an die Zeit in Sousse erinnern. Als Vater mich geholt hatte, damit ich in der deutschen Vampirgesellschaft lebte, war ich gerade einmal im Grundschulalter. Die paar Erinnerungen, die ich besaß, stimmten mich wehmütig. Wenn ich in mich lauschte, hörte ich Kinder lachen, Wellen brechen, die Gebetsrufe des Muezzins. Ich schmeckte Kumin und andere Schalwehre-Gewürze. Und da war meine Mutter. Nicht meine leibliche, die hatte ich nie kennengelernt, sondern meine tunesische Adoptivmutter. Manchmal glaubte ich, dass sie mir zuflüsterte. Und dann hatte ich eine schrecklich tiefe Sehnsucht. Ich seufzte. Seit Lottes Besuch hatte ich den Regenbogenbutton nicht mehr weggepackt. Ich ließ meine langen Beine über die Bettkante hängen und betrachtete ihn. Neben dem Button hielt ich die Kette in der Hand, die ich sonst versteckt unter meinem hohen Kragen trug. Es war ein Anhänger in Form des Hilal, des islamischen Halbmondes. Ein Geschenk meiner Mutter. Das einzige, was ich aus meiner tunesischen Familie besaß. Der Button klackte gegen die Kette. Regenbogen und Silber.
Beides sah widersprüchlich in meiner Hand aus und brachte mich durcheinander. Scheiße, Lotte hat recht. Ich muss frische Luft schnappen. Da passierte etwas, was mich völlig aus der Bahn warf. Ein schwarzer Stern schoss am Fenster vorbei und schlug in den Kölner Dom. Fassungslos sah ich, wie die Turmspitzen wegbröckelten, um einem wabernden Etwas mit Tentakeln Platz zu machen. Ach du Schande! Ich hämmerte mit den Fingern auf mein Handy und presste es ans Ohr. Lotte, wir haben's vergeigt! Die Welt geht schon wieder unter! Als ich die Domplatte erreichte, versank die Innenstadt in Chaos. Der Weltenfresser riss ganze Häuserreihen mit seinen Tentakeln ein. Menschen flohen schreiend. Wer zu langsam war, wurde vom riesigen Maul aufgesaugt. Einige Vampire waren schon vor Ort. Zumindest hoffte ich, dass die fliegenden Gestalten auf meiner Seite und keine Monsterbabys waren. Abel! Rief Lotte. Sie schoss vom Himmel herab, wobei sie ihre ledernen Flügel einklappte. Ein Glück, du bist da! Ich erkannte an ihren frisch gewachsenen Schwingen, den zu Klauen gewordenen Händen und den geröteten Augen, dass sie Menschenblut genommen hatte. Es war mehr als ernst, wenn sogar die kampfscheue Lotte glaubte, ihre vollen Vampirkräfte einsetzen zu müssen. Ich umarmte sie hastig. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich musste einen Umweg nehmen, um Blutpillen zu holen. Wie sieht's aus? Übel. Das Ding hier schluckt nicht nur alles. Es spuckt gefressene Menschen wieder als Monster aus. Verflucht. Wenn es also zu viel Schaden anrichtet, würden wir die Mutierten aufgrund ihrer Masse einfach nicht mehr heilen können. Und dann hätten wir ein Problem. Eine unaufhaltsame, alles verschlingende Monsterarmee. Apokalypse. Ein Brüllen ertönte. Ich warf mich herum. Ein Monster hatte sich uns genähert. Es war äußerst unappetitlicher Anblick. Ich glaubte, zwischen Greifer, Tentakeln und einem Schlund voller Zähne einen Frauenkörper auszumachen. Ehe die Kreatur zubeißen konnte, bekam es einen Schlag in die Schnauze. Ich kannte den breitkreuzigen Kerl, der es zusammenprügelte. Es war Jake. Er war nicht in Werwolfsform, sondern bearbeitete das Monster mit bloßen Fäusten. Seine Bewegungen waren hart und präzise. Er wusste genau, was er tat, als er zwischen die Tentakel boxte. Seine Faust zerschmetterte das winzig kleine Hirn. Der Körper erschlaffte und rührte sich nicht mehr. Jake schnaubte, bevor er sich mir zuwandte und grinste. Seine perfekten Zähne leuchteten im Kontrast mit seinem dunkelblonden Bart. Hey, Buddy, was ist los? Sonst muss ich dich nicht wie eine Prinzessin retten. Ich wusste nicht, was mich mehr aufregte. Die Blöße, die ich mir vor Jake gegeben hatte, oder die Tatsache, dass er verboten gut aussah. Jede Faser seines durchtrainierten Körpers schien mich durch seine unverschämt locker sitzendes Tanktop anzulachen. Bildete ich es mir ein oder war er haariger geworden? Meine Gedanken gingen zu der Frage, ob Hormone für einen dichteren Brustpelz sorgten. Dadurch kam ich auf Glückshormone und Sex mit Michaela. Und ja, ich schmeckte Kotze in meinem Mund. »Hey, Doggy«, sagte ich. Seine buschigen Augenbrauen zuckten. Wie so viele Werwölfe hasste er die Hundebezeichnung. Kein Grund, dich aufzuplustern. Ich hatte alles unter Kontrolle. Leuchtend blaue Augen bohrten sich in mich. Jake stieg von dem Monster. Seine Oberarme wurden zusehends dicker, als er auf mich zuging. Jemand anderes wäre unter seinem Mörderblick eingeknickt, zumal ich ein schlaksiger Typ war, nicht so breit gebaut. Ehe wir aufeinander losgehen konnten, sprang Lotte zwischen uns. Geht's noch? Sie bleckte ihre Fangzähne. Es ist nicht der Zeitpunkt für eine eurer Prügeleien. Da ist ein Weltenfresser, der Köln zerstört. Jake hob abwehrend die Hände. Sorry, Gewohnheit. Die Umstände zwingen die beiden Männer dazu, gemeinsam gegen den Weltenfresser zu kämpfen. Jake lief in das Getümmel, zog sein Tanktop aus und schleuderte es weg. Ich sah ein Blinken an seiner Kehle. Es war ein Halsband mit einem Lichtbalken, der anzeigte, wie viel Energie ihm zur Transformation blieb. Werwölfe verwandelten sich nur zum Vollmond. Um es gezielt tun zu können, nahmen sie vorsorglich Energie über ein Mondstudio auf. Er verwandelte sich im Sprung zu einem noch sehnigeren Körper, ein Wolfsmann mit schwarzem Fell. Jake, warte! You wish! Seine Stimme klang tief und verzerrt, während er durch die Monsterreihen fetzte. Halt dich ran, wenn du mehr erwischen willst. Ich holte eine Blutpille aus meiner Hosentasche und warf sie ein. Und so wie sich der Geschmack von Eisen auf meiner Zunge ausbreitete, spürte ich die Wirkung. Aus meinen Fingern wuchsen Krallen. Ich sah und roch übermenschlich gut. Dabei war es nicht nur meine Vampirseite, die auf das Blut reagierte. Dies war mein Geheimnis.
Meine leibliche Mutter gehörte zu den Djinn, jenen arabischen Elementardämonen, die ihre Form ändern und Wünsche erfüllen konnten. Sie mussten wie die Vampire Menschenblut trinken. Darum spürte ich den Kick umso mehr. Ich hatte nicht alles von meinen Eltern geerbt. Mir wuchsen keine Lederflügel und ich konnte mich zum Wind werden, wie meine Djinn-Mutter. Aber neben der Wunschmagie hatte sie mir eine irrsinnige Schnelligkeit vermacht. Meine Füße waren so flink, dass ich das Gefühl hatte, auch ohne Schwingen zu fliegen. Brüllende Mutierte stellten sich mir in den Weg. Ich war zu flott für sie. Meine Krallen fetzten ihre gedunsene Haut auf. »Das hier ist kein Spiel«, brüllte ich über den Kampflärm. »Wir sollten auf Michaela warten.« Jake hörte nicht hin. Lachend schlug er Monsterköpfe ein und näherte sich dem Mutterdämon. Mir wurde klar, dass er ins Zentrum wollte. Alle großen Monsterklassen besaßen einen Kern, wo sich ihre Magie sammelte. Einer der Lichtbalken an Jakes Halsband erlosch, als er in die direkte Nähe des Weltenfressers kam. Er ließ sich nicht aufhalten, rannte weiter. Sein Körper verschwamm, ehe er in die Geistessphäre trat. Ich hatte ein schlimmes Gefühl dabei, dass er ein einsamer Wolf machte. Am Ende wirkte meine Wunschmagie noch und er hatte ihn gefährliche Nebeneffekte. Gerne hätte ich ihn gewarnt, aber ich konnte nicht. Meine doppelte Herkunft war nicht grundlos geheim. Ein Trumpf. Solange man mich nur für einen deutschen Vampir hielt, rechnete niemand mit meiner Djinn-Kraft, die in vielen Teilen der magischen Welt gefürchtet war. Ich knirschte mit den Zähnen. Meine gesamte Haut kribbelte. Der Übertritt in die Geistersphäre war immer anstrengend. Ein dunkler Filter schien sich auf mein Blickfeld zu legen, als ich die magischen Ströme in mir erkannte. Hier, beim Weltenfresser, flossen sie nicht regelmäßig, sondern sickerten wie Eiter aus einer Wunde. Ich wartete durch die Magie, die der Weltenfresser nährte. Mitten in der dunklen Flut stand Jake. Er hatte das Zentrum gefunden. Es hatte die Form von einem herzartigen Etwas, das an fleischigen Fäden aus dem Boden wuchs. Gewonnen! Er streckte die Wolfspranken aus, um das Zentrum zu zerstören. Du bist zu langsam, Abel. Ich blinzelte verwirrt, denn er sprach nicht in meine Richtung. Dann erkannte ich, an wen er seine Worte richtete. Wenige Schritte von ihm entfernt stand jemand. Ein Wesen mit meinem Gesicht. Jake, weg da! Das ist ein Illusionsdämon! Er riss erschrocken den Kopf herum. Mein Doppelgänger trat vor ihn, dass sie Körper an Körper standen. Die Berührung führte zu einer magischen Entladung. Alle Lichter an Jakes Haltbalance erloschen. Er schrie. Jake! Ich wollte zu ihm, doch eine Magiewelle hielt mich auf. Geräusche flossen über mich hinweg. Stadtlärm, Gebetsrufe, die Laute meiner Kindheit. Der Illusionsdämon speiste sich aus meinen Gefühlen. Er beugte sich lächelnd vor und zog an Jakes Halsband. Jake war kein Wolfsmann mehr, sondern wieder ein Mensch. Er rang nach Luft, stemmte sich gegen den Angreifer. Muskulös wie er war, sollte es ihm auch ohne Wolfskrallen niederringen. Aber der Dämon tat etwas, das ihn vollkommen außer Konzept brachte. Er küsste ihn. Jake versteifte sich, um panisch den Kopf wegzudrehen. What the fuck? Ich hörte Entsetzen in seiner Stimme. Es tat weh. Warum fühlte ich diesen Scheiß? Die Welt ging unter, wir schwebten in Lebensgefahr und mir tat es weh, dass er den Dämon mit meinem Gesicht, mich, wegschieß? Ich kam bei den beiden an, holte mit den Krallen aus. Der Illusionsdämon hatte mir nichts entgegenzusetzen. Er zerstob unter meinen Hieben. Nur Fleischschmerz und Zweifel ließ er zurück. Von Kopf bis Fuß bespritzt stand ich neben dem schnaufenden Jake. Was war das? Wieso hat der Dämon... Ich meine, du... Die Angst um ihn wurde zu Wut. Ich rettete ihn und nicht einmal Danke, sagte er. Was hatte ich erwartet? Er war eben Mr. Macho himself. Was denkst du, Trottel? Mein Zorn versteckte eigentlich nur die verfickte, verwirrende Enttäuschung. Wie funktioniert ein Illusionsdämon? Lernst du eigentlich überhaupt etwas an unserer Akademie? Wir kamen nicht mehr dazu, uns zu streiten. Die Magieverschmutzung nahm zu, peitschte in Wellen um uns. Ich fiel. Raum und Zeit brachen, bis die Geistersphäre ein einziges Loch ohne Boden war. Ich hörte Jake ängstlich schimpfen, griff nach ihm. Oh, shit. Er klammerte sich an mich. Ich spürte seinen hektischen Atem an meinem Mund, sah in seine Augen. Tiefblau, wie das Meer von Sus. Mir kam der schräge Gedanke, dass ich zumindest nicht allein und mit einem schönen Anblick sterben würde, wenn die Magie uns zerfetzte. Ich wusste nicht, dass du... Und jetzt sind wir... Shit,
Wenn wir hier nicht mehr rauskommen, bin ich schuld. Ich fiel ihm ins Wort, denn wir hatten nur noch Sekunden. Jake, das klingt bestimmt krass. Vielleicht drehst du durch, aber egal, alles ist egal jetzt. Ich glaube, naja, ich stehe auf dich. Er riss die Augen auf. Shit. Wir fielen und fielen. Wow. Ich wünschte, ich müsste nicht mit so einem Schocker sterben. Und an der Stelle beenden wir diese Kurzgeschichte. Die geht natürlich noch ein bisschen weiter. Und ob Jake und Abel da lebend rauskommen und was das für ihre Beziehung bedeutet, das könnt ihr in Urban Fantasy Going Intersectional nachlesen. Ganz genau, in diesem Buch. Es geht noch ein Stückchen weiter. So. Ich glaube, wir machen dann auch keine große Erholungspause. Es geht direkt weiter mit Alex' Story, wo es auch um Dämonen geht, aber anders, um eine andere Form von Dämonenjagd. Also, ich gebe die Jagd von Alex Brumm. Du bist ganz in der Nähe, sagte Huas Stimme über den Stecker in Lians Ohr. Sofort zuckte die Anspannung durch Lians Körper. Ihre Sinne schärften sich, während sie sich umsah. Durch das Visier des Motorradhelms war nicht viel zu erkennen. Nun, sie war schon so weit gekommen, der Rest wäre zu Fuß sicherer. Also fuhr sie rechts an den Straßenrand ran und stellte das Motorrad ab. Sie hatte beinahe den Alexanderplatz erreicht. Nicht weit entfernt strahlten die Lichter des Fernsehturms in der Nacht. Mitten in der Nacht war es auch in Berlin schwer, Zuflucht in der Menge zu suchen. Der Alexanderplatz war einer der wenigen Orte, wo auch um diese Zeit noch Leute unterwegs waren. Dabei wusste Lia nicht einmal, wie der Dämon genau aussah oder mit was für eine Art Dämon Siris zu tun hatte. Alles, was Sir wusste, war, dass es ein Dämon war, der am gestrigen Tag einen Mann in Charlottenburg brutal ermordet und zum Teil gefressen hatte. Seither waren die Jäger auf der Suche nach ihm. Etwas, das dadurch erschwert wurde, dass sie ihn nur nachts jagen konnten, um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Immerhin waren sie ein gut gehütetes Geheimnis und dabei sollte es bleiben. Genau das war auch das Problem mit Dämonen wie diesem. Es war nicht, dass er getötet hatte. Menschen starben jeden Tag und auch Menschen töteten Menschen. Sie konnten nicht hinter jedem Dämon her sein, der dasselbe tat. Es war, wie der Dämon gemordet hatte. Es hatte Aufmerksamkeit auf die magische Gemeinschaft gezogen. Die Polizei war informiert und die Medien hatten ausgiebig darüber berichtet. Immerhin gab es kein besseres Clickbait als eine wahrhaftige Horrorgeschichte. Sie mussten verhindern, dass so etwas noch einmal geschah. Der Dämon musste sterben. Lian stieg von ihrem Motorrad ab und zog den Schlüssel. Erneut sah Lian sich um. Sie lenkte ihre magischen Energien in ihre Augen und Ohren, um die Wahrnehmung zu verschärfen. Es kostete sie ihm einige Konzentration, aber dann prasselten die Geräusche auf sie ein. Die Gespräche der Leute, die noch unterwegs waren. Das Flattern einer einzelnen Taube. Das Rauschen des Windes in den Bäumen. Ein Hupen von einem Wagen einige Straßen weiter. Auch die Farben wurden lebendiger, die Lichter für sie greller. Für einen Augenblick blinzelte sie, gewöhnte sich jedoch schnell an die neue und doch vertraute Sicht der Dinge. Von allem, was sie wussten, war sich der Dämon dessen bewusst, dass sie ihn jagten. Wenn sie Pech hatten, ging er zu einem Gegenangriff über. So oder so würde es einen Kampf geben. Dessen war sich Lian sicher. Sie ging die Straße hinab. Hast du genauere Informationen für mich? Fragte Sir Hua. Geh weiter, erwiderte die Magierin, die fraglos eine magische Karte der Gegend vor sich hatte. Du solltest ihn eigentlich gleich sehen können. Der Alexanderplatz war leer. Jedenfalls im Vergleich zu den Menschenmassen, die sich am Tag in den Platz drängten. Jetzt lagen nur ein paar Obdachlose in ihren Schlafsäcken im Schutz der Gebäude, während eine Gruppe deutlich angetrunkener Studierender in Richtung des Bahnhofs wankte. Da waren noch einzelne, andere Personen. Beispielsweise ein junges Pärchen, das Hand in Hand in den Platz ging, und ein Mensch, der mit einer Kapuze in den Kopf rasch in Richtung der Station stapfte. War das der Dämon? Immerhin wussten sie nicht viel über ihn. Er konnte jede Gestalt haben. Vielleicht war er ein Monster, vielleicht aber auch eine einfache Person. Bei dem Mord hat es keine Zeugen gegeben, so unglaublich es inmitten von Berlin auch erschien. Lian ging vorsichtig voran.
Elektrisierend kribbelte die Anspannung in ihrem Körper. Ihre Hand lag auf dem Knauf des Schwertes am Gürtel. Die trockene Luft der Sommernacht trug einen sandigen Geruch mit sich. Es hatte seit Tagen nicht mehr geregnet, obwohl die Schwüle die Stadt nahe zum Gewitter flehen ließ. Der Himmel über dem Alexanderplatz war jedoch klar, selbst wenn die Lichter der Stadt beinahe alle Sterne überstrahlten. Nur die Mondsichel war gut zu erkennen. »Der Dämon bewegt sich«, verkündete Hua. »Wohin?« »Südwesten.« »Also am Fernsehturm vorbei.« Dankbarerweise hatte Lian einen guten Richtungssinn. Sie beschleunigte und eilte über den Platz. Oben auf der Brücke fuhr gerade eine der Straßenbahnen mit kreischenden Bremsen ein. Lian musste gegen den Drang ankämpfen, sich die Ohren zuzuhalten. Da waren noch mehr Menschen, die hier aus- und einsteigen würden. Noch mehr potenzielle Zeugen. Lian ging zu einem leichten Joggen über, darauf vertrauend, dass Horace ihn vorwarnen würde, wenn sie sich dem Dämon wieder näherte. Wie weit noch? Der Dämon ist hinter dem Fernsehturm. Okay. Also versteckte er sich zwischen den Bäumen, die dort angepflanzt waren. Hatte er einen Plan? Lian eilte weiter voran, unter der Eisenbahnbrücke hindurch und an den Läden auf der anderen Seite vorbei zum Fernsehturm, hinter dem sich die Grünfläche mit Bäumen und Blumenbeeten erstreckte. Trotz der Straßenlaterne waren die Schatten hier beinahe undurchdringlich und ohne die Magie in ihren Augen hätte Lian gar nichts gesehen. Was war das? Eine Bewegung? Oder hatte sie es sich nur eingebildet? Vorsichtig zog sie das Schwert aus der Scheide und hielt es vor sich. Jetzt nur keinen Fehler machen. Die Waffe lag mit ihrem vertrauten Gewicht in ihren Händen. Ihre Klinge reflektierte das fahle Licht des Mondes. Lian trat vorsichtig zwischen die Bäume, lauschte dabei angestrengt. Sie hörte alles, jeden Wagen, der in der Nähe fuhr, den sich wieder in Bewegung setzenden Zug, das Plätschern der anliegenden Brunnen, die Schritte und das Kichern eines weiteren jungen Pärchens, das die Sommernacht für einen Spaziergang nutzte. Wonach Lian aber eigentlich lauschte, waren einzelne Schritte oder vielleicht ein Knurren, etwas, das auf den Dämon hinweisen könnte. Aber nichts. Der Dämon hielt sich eindeutig versteckt, laute auf sie. Verdammt. Vorsichtig bewegte Lian sich voran. Wenn sie Pech hatte, würde das Pärchen sie bemerken und eventuell die Polizei rufen. Hilfe, verrückte Person mit einem Schwert am Alexanderplatz! Dann müsste sie fliehen und die Jagdwette aufgeben und der Dämon könnte wieder morden. Manchmal hasste sie es, wie kompliziert es die einfachen Menschen und ihre dämlichen Regeln machten. Dabei war alles, was die Jäger taten, genau diese einfachen Menschen zu schützen. Jetzt erreichte Lian die kleine Allee hinter dem Neptunbrunnen, der bei Nacht nur still dort lag. Bist du sicher, dass der Dämon hier ist? Hauchte sie. 100%, kam es von Hort zurück. Du musst beinahe bei ihm sein. Also aufmerksam bleiben. Irgendwo muss der sein. Lian schlich nur noch voran, drehte sich dabei immer wieder um, versuchte einen Angriff vorherzusehen. Dann hörte sie es. Rasche Schritte. Sofort fuhr Lian herum, gerade schnell genug, um die Gestalt zu sehen, die auf sie hinzusetzte. In der Hand der Gestalt war ein Messer geformt aus einer wabenden schwarzen Masse, dunkler Energie. Es war auf Lians Schulter gerichtet, doch schaffte sie es, den Angriff mit dem Schwert abzuwehren. Die Person hatte langes Haar und eine schlanke Gestalt. Ihre Kleidung wirkte normal. T-Shirt, Jeans, Sportschuhe. Sie wäre komplett unauffällig gewesen, wären nicht die gelb leuchtenden Katzenaugen gewesen, die ihre dämonische Natur verrieten. Ich habe ihn, flüsterte Lian. Jetzt konzentrierte sie die magische Energie in Arme und Beine, verließ sich damit übermenschliches Geschick und Geschwindigkeit. Die Magie kribbelte in ihren Gliedern, gab sie ihm ein besseres Gefühl für diese. Sie würde es brauchen. Der Dämon zeigte seine Zähne, die doch komplett normal wirkten. Also hatte er diese Gestalt nun geliehen? Das war die Frage. War es ein Mensch, der von dem Dämon besessen war, oder ein Dämon mit menschlicher Gestalt? Ohne einen magischen Test hatte sie keine Möglichkeit, das festzustellen. Auch wenn die Jäger viele Tode sahen, so war es allgemein verpönt, auf der Jagd einen Menschen zu töten. Komm! Forderte Lian. Greif mich an! Ein Grinsen umspielte die Züge des Dämons. Er ging auf Abstand, hob dann die Hand mit dem Messer. Ohne ein weiteres Zögern warf er das Messer, beschwor dann sofort ein neues in seiner Hand, warf auch dieses.
Eine ganze Barrage aus Messern sauste auf Lian zu. Sie wehrte das erste Messer mit dem Schwert ab, dann das zweite und das dritte. Dann aber verfehlte sie eine der Klingen und diese streifte ihren Arm. Die dunkle Magie schnitt durch das Leder ihrer Jacke problemlos hindurch und hinterließ eine blutende Spur auf Lians Arm, ließ ihn scharf die Luft einziehen. Doch davon durfte sie sich nicht ablenken lassen. Stattdessen fegte sie mit dem Schwert weitere Messer aus der Luft. Zeit für einen Gegenangriff. Der Dämon versuchte Abstand zu halten, sodass Lian nichts anderes übrig blieb, als zu rennen. Sie setzte auf den Dämon zu, der zurückwich und weitere Messer beschwor. Wieder musste Lian die Angriffe abwehren, wurde erneut an der Schulter getroffen, ließ sich aber nicht beirren. Sie schaffte es, den Dämon zu erreichen und hieb mit dem Schwert zu. Der Dämon reagierte schnell, sprang mit übernatürlicher Geschwindigkeit zur Seite und beschwor selbst ein Schwert in seinen Händen. Er sprach kein Wort, grinste nur weiter. Macht ihm das Ganze Spaß? Lian hieb erneut zu, dieses Mal wehrte der Dämon den Schlag ab. Die Schwerter klirrten nicht, als sie aufeinander schlugen. Stattdessen schien es, als würde das dunkle Schwert Lians Klinge verschlingen wollen. Sofort riss sie es zurück und der Dämon ging zum Angriff über. Er zwang Lian zur Abwehr, versuchte sie ihre Verteidigung zu durchbrechen. Lian aber war kein Anfänger. Sie jagte seit über 5 Jahren Dämonen und dieser war nicht der Erste, der solche Tricks beherrschte. Lian hatte die Narben, die davon zeugten. Sie wehrte 2 Hiebe des Dämons ab, wich dem dritten damit einen Seitenschritt aus. So schaffte sie es, zur Seite ihres Gegners zu kommen und ihrerseits zuzuschlagen. Der Dämon riss gerade noch sein eigenes Schwert herum und schaffte es damit, den Angriff zu parieren. Er war wirklich gut. Verdammt! Noch immer zierte das unnatürliche Grinsen die Züge des Dämons. Vielleicht macht es ihm wirklich Spaß. Lian achtete auf ihre Beinarbeit, machte einige Schritte zur Seite und versuchte, eine Öffnung in der Verteidigung des Dämons zu entdecken. Dieser hielt seine Klingen abwehrend vor sich, drehte sich mit, um immer das Schwert zwischen sich und Lian zu behalten. Dann griff er erneut an. Lian hob das Schwert, um den Schlag abzuwehren. Im Bruchteil einer Sekunde entwarf Stier einen Plan. Sie sprang zur Seite, schaffte aus dem Stand gute 2 Meter. Dann nutzte sie seine eigene magische Geschwindigkeit, um den Dämon zu umrunden, schaffte es knapp, hinter ihn zu kommen. Der Dämon fuhr rum, war dieses Mal aber nicht schnell genug. Lians Hieb traf die linke Schulter des Dämons und durchschnitt das dünne T-Shirt. Einzelne Blutstropfen flogen durch die Luft, Nesten den Boden. Dann durchdrang ein Schrei die warme Sommernacht, doch es war nicht der Dämon, der schrie. Scheiße, Mann! Rief der Typ, der neben seiner schreienden Freundin stand. Was macht ihr für einen Schwarquatsch? Für einen Moment war Lian abgelenkt. Sie bemerkte zu spät, wie der Dämon zuschlug. Zwar brachte Lian irgendwie das Schwert zwischen sich und den Angriff, doch war sie zu langsam. Die Spitze des Schwertes traf sie ihn an der Schulter und drang einige Millimeter in sein Fleisch ein. Der Dämon gab einen Laut von sich, der wohl ein Lachen war, sprang dann zurück und lief davon. Scheiße! Der Typ stellte sich zwischen Lian und seine Freundin, hatte schon sein Handy in der Hand. Lian fluchte, wandte sich dann ab, um dem Dämon zu folgen. What? Keuchte Sir. Was ist? Hast du ihn? Nein, er hat mich erwischt. Was ist passiert? Passanten haben uns gesehen, dann ist er abgehauen. Lian zog schmerzerfüllt die Luft ein. Die Wunden brannten, selbst wenn keine von ihnen sie ihn groß behindern sollte. Verletzungen gehörten zum Job dazu. Ein Knistern in ihrem Ohr, dann erklang Hoas Stimme. Was ist der Plan? Erst wegkommen. Ich glaube, die Menschen rufen die Polizei. Eine Festnahme war das Letzte, was Siri jetzt gebrauchen könnte. Natürlich würde sie ihr Clan sie ihn am Ende herausholen, doch würde die ganze Nacht dafür draufgehen. Und bis morgen würde der Dämon sonst wo sein. Ist bei dir alles in Ordnung? Fragte Hoa. Ja und nein, erwiderte Lian, während sie die Allee entlang joggte. Der Dämon hat mich erwischt, aber wie gesagt, nichts Schlimmes. Mist, murmelte Hoa. Ja, wie gesagt, nichts Schlimmes. Sie sah noch einmal über ihre Schulter zu dem Pärchen, das tatsächlich am Telefonieren war. Erst einmal hier weg. Aber ich habe ihn auch erwischt. Ich habe Blut. Das ist gut. Eben. Vor allem konnte Lian so bestimmen, ob die Gestalt des Dämons ein Mensch oder einfach nur die dämonische Gestalt war. Als Siri sich erneut umsah, konnte Siri keine Spur des Dämons erkennen.
Vielleicht hatte er sich komplett aus dem Staub gemacht. Hatte der Dämon überhaupt versucht, sie ihn wirklich zu töten? Oder war es nur ein Spiel für ihn gewesen? Das war Alex' Story, die Jagd. Also in Fantasy Gong 4. Und natürlich geht es auch damit noch weiter. Aber auch hier werdet ihr für den Rest der Geschichte das Buch kaufen müssen. Ja, relativ frisch auch erschienen, ne? Am 23.10. war der Erscheinungstermin. Ja, deswegen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben ja die Antwort halt eben schon vorgestellt. Ihr könnt beide auch nach wie vor bekommen. Also ich habe zumindest gehört, Going 4 geht in die zweite Auflage. Yay! Ja, also Urban Fantasy Going 4 gibt es beim Artscript Fantastic Verlag und Urban Fantasy Going Intersectional beim Achier Verlag, der gerade erst von Amrum Verlag aufgekauft wurde. Aber das, genau, sollte einer der Titel sein, die auf jeden Fall weitergehen und halt auch noch weiterhin bestellbar sind, soweit ich weiß. Genau, und der ist auf jeden Fall noch vorhanden. Habe ich heute erst noch Asch gefragt. Also. Ah, okay, ja, perfekt, dann super. Also holt euch die Antos, holt sie euch unbedingt. Und ja, zum Schluss hätte ich noch einfach gefragt, mal gucken auf die Zeit. Ja, ach komm. Wir sind die letzte Session, wir dürfen überziehen. Ging aber nicht anders. Ein bisschen ging wohl. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu der Anto, dann könnt ihr jetzt natürlich auch zu beiden Antos, dann wäre jetzt natürlich auch eine Gelegenheit, die an uns zu stellen. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist sogar einer der Herausgebenden Ast sogar im Chat. Ihr könnt vielleicht auch dann frecherweise vielleicht Ast ein paar Fragen stellen. Also. Genau. Ja. Ich habe auf jeden Fall hier die Litcamp-Session. Hast du den Twitch-Chat im Blick, falls da wer was schreibt? Ja, den habe ich im Chat im Blick. Aber da war nur ein einzelnes von Ella Smoke, ein einziges Nora! Okay, süß. Es gibt ganz viel Herzchen und so etwas. Ja, das reicht ja auch. Okay. Ja, das freut uns auch. Ja, ansonsten vielleicht einfach noch kurz, wo wir beide zu finden sind, was wir am Laufen haben. Wie gesagt, falls euch noch irgendetwas unter den Nägel brennt, könnt ihr uns das in den Chat schreiben und dann nehmen wir uns Zeit dafür. Wo kann man dich finden, Alex, online? Und was hast du schreiberisch am Start noch? Ja. Eine Kurzgeschichte. Also man findet mich aktuell auf Twitter unter Karin Kasui. Das ist mein Twitter-Handle und natürlich gibt es außerdem meinen Webblog www.alpakawolken.de. Also wie die Schäfchenwolken, nur mit Alpakas. Weil das hier ist natürlich mein Maskottchenwölkchen. Fluffig. Genau. Schreiberisch, also aktuell schreibe ich an zwei Romanen, die aber noch keinen Verlag gefunden haben, also mal schauen. Aber ihr könnt auch meine Webserie, die auch Urban Fantasy ist und sehr viel Action beinhaltet, Mosaik, auf verschiedenen Seiten online finden. Und es wird wahrscheinlich demnächst auch noch ein E-Book kostenlos auf meiner Webseite geben. Da werde ich dann noch auf meinen Twitter-Kanal auch drüber informieren. Das ist eine Urban Fantasy-Reihe, die in Südafrika spielt, in Kapstadt größtenteils und die halt sehr viel mit Diversity arbeitet. Es gibt kaum weiße Charaktere, auch wenn die Hauptcharakterin weiß ist. Die Hauptcharakterin ist aromantisch. Es gibt einen genderfluiden, pansexuellen oder omnisexuellen Charakter. Lest es. Es gibt viel zu wenig Leser dafür und das macht mich sehr, sehr traurig. Dann Nora, wo findet man dich? Ja, ich habe gerade doch deine Homepage und auch Twitter reingepackt und werde dann auch nochmal hier mein Social Media gleich reinpacken. Ihr findet mich als Nora Bensko auf verschiedenen Seiten. Ihr könnt euch auf meiner Seite norabensko.com umschauen. Ich habe tatsächlich schon einiges veröffentlicht inzwischen, also sowohl Indie-Titel als auch jüngst mein Verlagsdebüt, Die Götter müssen sterben, Marina Knauer und so einige Kurzgeschichten. Wobei der größte Teil von meinem Övre dann weniger so flapsig lustig ist, wie Wünsch mir die Apokalypse war, also gerade die größeren Sachen.
sind alle mehr in Dark Fantasy zu Hause und haben mal mehr, mal weniger Horrorelemente. Die Götter müssen sterben ist auch ab 18, was nicht zuletzt eben an krasser, auch gewalttätiger Action liegt und so etwas. Aber auch ein paar sehr tollen Sachen wie Spicy Sex-Szenen, die nicht unter 18 gingen und so etwas. Da gibt es auch ganz schöne WLW-Action und so. Und es gibt auch einen nicht-binären Charakter da drin. Richtig, für den Alex, und unter anderem, deswegen kennen wir uns so gut, Sensitivity Reading auch gemacht hat. Also Alex hat mich ein bisschen begleitet bei diesem Buch. Und das war sehr toll. Also ja, schaut es euch an, wenn ihr da auf einen wilden Ritt aus seid. Und je älter dann meine Publikationen werden, je mehr ihr dann zu den Galgenmärchen geht, desto klassisch düsterer wird das und teilweise auch dann tatsächlich undiverser. Also die Götter müssen sterben, hat zum Beispiel im Zentrum diverse Amazonengesellschaft, aber das war ein langer Prozess, um dorthin zu kommen. Aber ich habe auch von Anfang an trotzdem beim Schreiben immer irgendwelche Form von modernen Themen auch dabei gehabt. Also seit dem Debüt ging es eigentlich schon immer auch um so Sachen wie patriarchalische Gewalt und so etwas und Überleben irgendwie in widrigen Umständen und so. Und es wird dann immer mehr so im Verlauf der Bücher. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und ansonsten könnt ihr mich auf Facebook finden, @NoraBensko offiziell, auf Instagram, @NoraBensko und auch auf Twitter, @NoraBensko. Da packe ich noch meine Links in den Chat. Ja. Also stalkt uns bitte. Genau, stalkt uns, folgt uns, lest unsere Geschichte, kauft unsere Bücher, also beziehungsweise kauft Noras Bücher. Ich habe nur ein Buch draußen und der Verlag ist so scheiße, dass ich ihn nicht mehr unterstützen möchte. Oh nein, es wird irgendwann besser, bestimmt. Ja, ich muss 7 Nächte überarbeiten, damit ich das an den Verlag schicken kann. Ja. Genau. Aber trotzdem könnt ihr Alex zum Beispiel auch dann einfach einen Blog erstmal verfolgen und irgendwann ist es dann soweit und dann gibt es andere größere Publikationen, bestimmt. Ja. Ja. So, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Ich gucke nochmal, ich skimme noch ein allerletztes Mal. Nö, dann glaube ich, ist es Zeit. Alle sind müde, alle müssen sich erholen für morgen. Ich muss noch eine Session vorbereiten. Ja, dito. Wir haben also meine Kommunismus-Session ist schon fertig. Die solltet ihr übrigens morgen alle anhören, weil wir sollten uns alle ein bisschen mehr mit Kommunismus auseinandersetzen und mit Anarchie. Ja, und allgemein Alternativen zu Kapitalismus. Aber es wird auch morgen noch eine andere Session von mir geben, die dann sehr improvisationstechnisch hier zustande gekommen ist. Und das wird sein, lest andere Bücher, verdammte Axt. weil wir uns heute ein bisschen, also Nora, ich und Iva hatten uns ein bisschen darüber aufgeregt, dass überall als Beispiele heute in den Sachen effektiv Herr der Ringe, Harry Potter und Game of Thrones herangezogen wurden. Und ja, da gibt es doch ein paar andere Bücher, die man lesen könnte. Und darüber machen wir dann noch eine andere Session. Also Nora ist da nicht dabei, es sei denn, Nora wird zuhören, aber ich werde das dann mit Iva zusammen machen. Mit Eva Moore, ja, genau. Das gibt es spontan morgen. Ja, ich habe auch eine Session morgen, kommt unbedingt. Die ist von 13 bis 14 Uhr und ich rede über Multikulturalität und im Schreiben von nicht weißen Figuren der Fantasy. Und wir gucken sogar Praxisbeispiele an. Aus Die Götter müssen sterben, aus meinem letzten Roman. Und das wird sehr spannend und lehrreich, bin ich mir sicher. Und daran arbeite ich jetzt auch noch, damit das super gut wird. Ja, versprochen. Ja! Iva und ich müssen uns heute Abend noch kurz, also 2-Satz-Beschreibungen von über 40 Büchern aus den Fingern saugen. Also wir haben auch Spaß. Ja, dann wahrscheinlich bis gleich zum Coworking in dem Sinne. Dann genau. Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut in die Nacht, schlaft schön und wir sehen uns morgen in alter Frische. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.